Hallo und Salam alaikum, herzlich willkommen bei Atlas Küche. Was bei uns auf dem Iftar-Tisch nicht fehlen darf, sind diese typischen Frühstücksspeisen. Eines davon sind die marokkanischen Pfannkuchen mit den hundertfachen Löchern und die optisch an Bienenwaben erinnern, nämlich El Breret, daher auch der Name. In der östlichen Region Marokkos, da werden die auch unter anderem Lchringo genannt. Und ja, zwar habe ich vor langer Zeit mal ein Video darüber hochgeladen, aber das Rezept, das ich euch heute zeige, ist zu 100% gelingsicher. Vor allem auch für die Anfänger gedacht. Und ja, ich zeige euch auch unter anderem, wie man Brer nicht nur mit Mehl zubereitet, sondern hauptsächlich mit Grießmehl bzw. Hartweizengrieß zubereitet. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die Zutaten dafür an. Los geht's! An Zutaten habe ich hier feinen Hartweizengrieß, etwas Weizenmehl, frische Hefe, Backpulver, Salz, Zucker und lauwarmes Wasser. Das Gute an dieser Zubereitung ist, die Zutaten auf einmal in den Mixer schmeißen, hier immer die Flüssigkeit als erstes in den Mixer geben, damit sich alles gut mixen lässt und nichts verklumpt. Dann die restlichen Zutaten wie Hartweizengrieß, Mehl, Hefe, Salz und Zucker hineingeben und die Masse 3 Minuten lang mixen lassen. Wenn der Brerir-Teig schön homogen ist, dann füge ich noch zuletzt das Backpulver hinzu und lasse die Masse nochmal für 1 Minute mixen. Mixen lassen und fertig ist der Brerir-Teig. So schnell geht das. In 0, nix hat man den Teig fertig. Und jetzt fülle ich den Teig noch in eine Schüssel um und lasse den jetzt noch für circa 10 Minuten ruhen. 10 Minuten reichen hier vollkommen aus. Das ist hier nämlich der Unterschied zu meinem anderen Rezept. Hier ist keine lange Gehzeit nötig. Kommen wir nun zum Ausbacken. Für solide, gelingsichere Brerirs braucht man eine schwer beschichtete Pfanne und die richtige Temperatur. Das sind zwei Fakten, die man beachten sollte, und gleichzeitig zeige ich euch in diesem Schritt, welche Fehler ihr meiden könnt. Und hier fangen wir mal direkt an. Ich erhitze immer als erstes etwas Wasser in einer Pfanne. Sobald das Wasser blubbert, weiß ich, dass die Hitze erreicht ist. Dann wird bei mir immer ein Probedurchlauf durchgeführt und backe den ersten Pfannkuchen aus. Es war ja klar, dass der erste Durchlauf nicht immer so gelingt. Irgendwie ist das halt so. Ich finde, genauso wie bei Waffeln. Und ja, jetzt kommt das Entscheidende. Das passiert, wenn ich Brer in der heißen Pfanne ausbacke. Ihr seht, die Löcher kommen nicht so richtig zur Geltung. Das sieht einfach nicht so schön aus, zusammengezogen und trocken. Also, was man hier immer machen muss, und ich bin davon fest überzeugt, ist die Pfanne nach jedem Backvorgang einmal abzukühlen. Ich halte die einfach unter kaltem Wasser für ein paar Sekunden und fahre mit dem Backvorgang einfach fort. Und so sieht es aus, wenn die Pfanne nach jedem Backvorgang abgekühlt ist und die Brerirs in der Laufwarmpfanne ausgebacken werden. Ihr seht selbst, die Oberfläche ist schön kontinuierlich durchlöchert und Brerir ist dann fertig, wenn die Oberfläche trocken ist und die Unterseite nur ganz leicht gebräunt ist. So fahre ich jetzt einfach mit dem Backvorgang fort, also nach jedem Backvorgang die Pfanne immer abkühlen und fortfahren, bis man den Teig aufgebraucht hat.
Bei uns wird Le Brer immer mit geschmolzener Butter und Honig serviert, also einfach geschmolzene Butter mit Honig vermischen, das Ganze in ein Schälchen geben und zusammen mit den Pfannkuchen servieren. Und dann kann sich jeder etwas von der flüssigen Butter-Honig-Mischung über sein Brer träufeln. Dazu ein Glas Etei mit Nana und ich sag nur, einfach nur lecker. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr genauso vorgeht, wie ich euch erklärt habe, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass sie euch gelingen werden. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben findet ihr auf meinem Blog unter www.atlasküche.com. Den Link findet ihr in der Infobox verlinkt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Bilder mit mir teilt. Auf Instagram gerne mit dem Hashtag Atlasküche und abonniert doch gerne meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst, vor allem in dieser Ramadan-Serie und vergisst nicht die Glocke zu aktivieren. Also ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!